Hallo, 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 hallo. Hier ist wieder Schoki Baloki mit eurer täglichen Dosis an Extrawissen. Ich bin der Daniel, das ist der Sascha. Und heute geht's direkt los mit dem ersten Geburtstag. Also nicht mit dem ersten Geburtstag, sondern als erstes mit dem Geburtstag. Boris Becker, unser Bobble. Geboren 1967, 22. November. Mit 17 Jahren als jüngster Sieger in Wimbledon vom Rasen gekommen. Und so hat er sein Leben gelebt. Bis heute ständig in den Medien. Mal berühmt, mal berüchtigt, je nachdem, wie er gerade so drauf ist. Ja, ich fand ihn damals ja total gut, den Bobble. Mit 17 hat er wirklich zu Weltruhm, hat er ja, Weltruhm Biss erlangt. Gehabt. Schneid. Er ist ja ein geiler Typ gewesen irgendwie. Ne? Konnte halt immer so gesprochen, ne? Hat er aber später dann, nehme ich mal an, Rhetorikkurse gemacht, sodass er auch dann. War sicher mal ohne beim Logopäden oder so. Was? War sicher mal beim Logopäden oder so. Logopäden, ja genau. Oder beim Ergotherapeuten. Mhm. Das ist von beiden, ist ja egal. Aber am 22. November 1990 ist Margaret Thatcher, hier sehen wir sie, Margaret Thatcher. Die eiserne Lady. Die eiserne Lady ist von ihrem Amt zurückgetreten nach 11 Jahren als Premierministerin in Großbritannien. Ja. Am 22. November ist aber auch noch was anderes. Ja, und zwar Internationaler Tag der Hausmusik. Geehrt wird da, das ist so der sogenannte Cecilientag. Cecilia war die Patronin der Kirchenmusik. Und ja, hat nichts mit der Hausmusik zu tun, die jetzt manche vielleicht glauben zu kennen. Es geht wirklich um Kirchenmusik. Ja, ist natürlich ein Gedenktag der, sag mal, von der wichtigen Sorte. Geht so. Ja, aber am 22. November 1962 ist John F. Kennedy in Dallas ermordet worden. Hm. Das hat doch jeder irgendwie auf dem Schirm. Ja. Ja. Wer es gewesen ist, weiß man nicht. Ja, es heißt ja Lee Harvey Oswald. Nachtigall, ich höre dir drapsen. Irgendwie aus dem Haus da irgendwie drei Schüsse von da hinten um die Ecke, durch die Brust ins Auge und so ein Zeug. Käse. CIA. Aber wer weiß das schon? Daniel, weißt du mehr als ich? Nee, ist mein Tipp, also. Ja, genau. Also, John F. Kennedy ist ermordet worden am 22. November 1962. Ja. Das war der 22. November. Wir sehen uns morgen wieder am 23. November. Und weh, ihr schaltet nicht mehr ein, weil dann habt ihr nämlich kein Angeberwissen für den morgigen Tag. Ist ja auch doof. Genau. Ja. Bis dahin könnt ihr unseren Kanal abonnieren und das Video liken und den ganzen Käse. Ja. Lasst mal einen Daumen da. Cheerio, Miss Sophie. Thank you.